gibt ziemlich verschiedene Trainingsphasen auch. Wir sind eigentlich momentan in der Übungsphase und in der Vorbereitungsphase für die Wettkämpfe. Jetzt haben wir eben gesehen, dass ich jetzt einen Tag eben am Boden meine Akros gemacht habe, auch nochmal geschult habe, noch ein bisschen in die Weichgrube, damit man sich einfach voll auf die Sauberkeit und auf die Technik konzentrieren kann. Dann machen wir morgens meistens ein Sprunggerät und Kraft. Und das ist eigentlich so unser Start in den Tag. Wir fangen meistens an, in der Grube zu springen. Und dann, umso näher man zum Wettkampf kommt, müssen wir natürlich auf die originale Sprungfläche springen. Wenn wir jetzt neue Elemente lernen, machen wir das erstmal in die Schaumstoffgrube. Das gibt uns einfach mehr Sicherheit, ein besseres Gefühl und dass wir uns auch erstmal auf die Bewegung und auf das Lernen des Elementes konzentrieren können. Und dann gibt es verschiedene Stufen. Wir haben gedeckte Gruben, das ist auch eine Weichgrube. Wenn man da mal irgendwie einen misslungenen Versuch macht oder einen, der einfach nicht so gut klappt, passiert nichts. Es ist alles abgesichert. Und dann kommen wir natürlich hier oben hin. Das ist dann auch da, wo wir unsere Übungen, unsere Wettkampfübungen trainieren. Und da gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, Matten zu legen, um einfach noch den Körper ein bisschen zu schonen oder einfach auch noch das sichere Gefühl eben zu bevorzugen und dass man da sich wirklich gut konzentrieren kann und dann im Wettkampf erst voll auf die harte Fläche dann springen kann.